Herzlich willkommen bei TipTopTube zu diesem neuen Video. Ash ist gerade in der Schule, der hat heute seinen allerletzten Schultag, nee, nicht den allerletzten, aber den letzten Schultag vor den Herbstferien. Kommentiert mal, ob ihr schon Ferien habt oder nicht. Ich glaube, bei einigen sind schon Ferien fast wieder gefühlt vorbei. Bei uns fangen sie jedenfalls an. Allerdings wird Ash keinen schönen Ferienstart haben, denke ich. Wir hatten ungefähr vor einem halben Jahr, glaube ich, oder? Kann das sein? Sein PC durchsucht. Ja. Mittlerweile hat er einen komplett neuen PC und wir werden jetzt schauen, was er da so drauf hat. Ich hoffe tatsächlich, dass er das gleiche Passwort hat wie früher. Mama, was erhoffst du dir da zu finden oder nicht zu finden? Also ich hoffe, dass da nichts Schlimmes drauf ist. Was heißt, was ist bei dir schlimm? Was würdest du als schlimm sehen? Weiß ich nicht. Irgendwelche komischen Seiten. Wir können den Verlauf nochmal durchgucken, was er da so... Kein Verlauf gucken, was er so gegoogelt hat. Ich weiß gar nicht, ob er WhatsApp drauf hat, was er auf dem alten hatte. Was gibt's da noch? Also generell, welche Spiele drauf sind, welche Bilder drauf sind. Also würde ich einfach mal durchchecken. Okay, also er darf nichts über 18, ab 18 haben, ab oder 18 was? Ab 18 auf keinen Fall. Das könnte aber schwierig werden. Naja gut. So. Ich würde sagen, Papa holen wir auch nochmal direkt dazu. Papa! Wolltest du auch schon nicht immer mal wissen, was er auf seinem PC hat? Also ehrlich gesagt, nee. Okay. Dann nicht. Wir sind voll neugierig. Nein, wir sind ist tatsächlich ein bisschen fies, aber Leute, soll ja auch ein bisschen spannend bleiben. Guck mal, Leute, es ist jetzt gerade 11 Uhr. Viertel nach 11 hat er Schluss und du holst ihn ab, richtig? Mhm. Weil draußen ist übertrieben schlechtes Wetter. Denkst du, es fällt ihm auf, wenn die PS5 nachher nicht mehr da steht? Ich glaube nicht. Weil er benutzt sie nicht so oft. Nicht. So. Deswegen, ich würde sie auch eigentlich gerne mal nehmen, eigentlich. Weil die steht ja schon recht lange und er benutzt sie nicht wirklich. Okay, Schritt 1. So. Wie macht man den an? Fand da offen. Da. Achso. Das ist nämlich ein neuer Computer. Guckt da gerne mal bei Ash vorbei, wenn ihr wissen wollt, wie der genau aussieht. Aber ich muss ihn kurz einmal zeigen hier unten. Der sieht schon geil aus, Leute. Oder? Kommentiert mal. Also, ist irgendein PC vom Mediamarkt. Ich weiß nicht, was da alles drauf ist. Ich glaube, ein Terabyte Speicher. Da haben viele geschrieben, es ist Schrott. Also, Wieso? Man muss mehr haben. Ich habe erst gefragt, der meint, der kommt damit eigentlich aus. Und notfalls kann man das ja noch erweitern. Ja, das stimmt. Also, es ist jetzt nicht so, dass es... Oh. Was heißt das? Soll es irgendwas bedeuten? Kennst du so TikToks, wo so jemand sein Essen, also so Starbucks zum Beispiel, die rufen ja den Namen, wenn das Essen fertig ist oder Trinken fertig ist, ne? Ja. Und dann gibt es so TikToks, da sagen die zum Beispiel, der heißt mit Vornamen... Ligma und mit Nachnamen Balls. Und wenn dann ruft die Person, die da an der Tasse an der Kasse steht, ruft dann so, lick my balls. So, und dann, also weißt du, kennst du das? Nein. Es gibt voll, ich weiß nicht, Leute, kennt ihr das, diesen TikTok-Trend, was ist? Ich kenne keinen, also ich habe keinen TikTok. Wie kommen wir hier rein? Das weiß ich nicht. Ash. Nee. Das ist, warum ist dein Zeiger denn mit rot? Krass, aber, was hat der denn... So. Was hat er denn im alten PC? Ich weiß nicht, ob er das geändert hat. Warte, ich überlege gerade. Film mal nur hier oben. Mhm. Ich will nicht, also ich zeige das mal nicht hier so. Mhm. Okay, ich nehme jetzt das von seinem alten PC, glaube ich. Nein. Also, wenn wir jetzt hier nicht reinkommen. Richtig fail. Dann ist das Video jetzt voll für den Arsch. Mhm. Wir müssen hier reinkommen. Wir müssen in seinen PC reinkommen. Wir müssen irgendwie. Okay, warte, einen Versuch habe ich noch. Also eine Sache könnte es doch sein, wenn es sie nicht ist, dann sind wir am Arsch. Okay, was war das jetzt? Ah ja, nee, gut, das sagen wir jetzt nicht, dass ich jetzt... Jetzt sag ich jetzt, was ist das? Gelöschte Dateien? Sind überall entfernt? Keine Ahnung, Mann. Was hat er gemacht? Was ist das was ist er? Denn? Also was ist das überhaupt alles? Ey, ich weiß nicht mal, was das ist, ich weiß nicht, ob man das zeigen kann, ob man das... Was ist das? Ist das Discord? Nee. Muss ja. Medal? Ey, Leute, ich bin nicht absolut mehr auf dem aktuellen Stand. Was zum Teufel ist ein Medal? Nie davon gehört. Ich auch nicht. Was macht man hier? Ist es dein Profil da? Durchsuche, ich kann hier suchen nach irgendwas. Ich suche mal GTA. Aber ist das sowas wie Twitch oder so? Leute, ich weiß es nicht. Ist es Social Media auch dann so? Schreibt mal gerne in die Kommentare, weil das ist doch... Guckt er da irgendwelche Videos an? Also gibt es da sowas? Ich weiß nicht, was es ist. GTA Liberty? Also es gibt hier Spiele, es gibt hier Videos zu spielen. Und man kann hier Bibliothek. Okay. Hey Ash. Das ist krass. Das ist irgendwie. Achso, man kann hier. Du kannst hier scheinbar so in deinem Game so Sachen aufnehmen. Die sind mit Sound? Scheint so. Warte. Spielst du jetzt wie?
Aber das. Das ist aber nicht Ash, der hier redet. Nein, nein. Also die Stimme kam mir nicht bekannt vor. Guckt einfach andere. Gibt es eine Möglichkeit, andere Videos zu gucken? Vielleicht nimmt das irgendjemand auf und schreibt. Ich habe keine Ahnung, Mann. For real. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Max, du wirst alt. Wieso weißt du das nicht? Ash ist nachher auf dem neuesten Stand von uns allen, was Technik angeht. Wie heißt das? Wie heißt die? Medal. Hast du gesagt? Medal. Oder sprechen wir das auch falsch aus? Du musst akzeptieren. Keine Ahnung. Was ist. Ist. Boah, die Tastatur fühlt sich noch so neu an. Mhm. Medaille. Medaille. The number one social clipping. Achso, perfekt, das ist einfach nur eine Seite, wo du Spieleclips quasi. Gucken kannst, angucken kannst? Gucken kannst, ja. Aha. Ah, okay, ich wusste nicht, dass sowas existiert. Ich auch nicht. Okay, gut zu wissen. Dann können wir das wieder schließen. Das kann auch geschlossen werden. Discord. Discord könnte spannend sein, tatsächlich. Ich weiß noch, letztes Mal, als wir es gemacht haben, meinte er, wir sollen nicht auf Discord gehen. Nee, genau. Und nicht, also nicht WhatsApp und nicht Discord. Nee, genau. Sprich, bei Discord hat er scheinbar was zu verheimlichen. Bei WhatsApp auch. Hat er WhatsApp hier drauf? Hat er? Oh mein Gott. Aber ist das nicht ein bisschen. Also machen wir das oder machen wir es nicht? Doch, mach. Einfach mal gucken. Da ist was Heimliches drauf. Passiert nichts. Irgendwas liegt gerade. Ah, okay. Aber hallo? Sein Bildschirm ist recht aufgeräumt, ne? Muss ich sagen. Hat er es noch nicht? Warum öffnen sie jetzt den Store? Keine Ahnung. Doch noch nicht runtergeladen? Nein. Hat er noch nicht geschafft. Ah, ich lade es ihm gerade runter. Ja, perfekt. Ups. Dann, okay. Ash, wenn du es hier siehst, dank mir hast du jetzt WhatsApp auf deinem PC. Benutze es, melde dich an und dann gucken wir nächstes Mal, was du schreibst. Und vor allem, wenn deine Eltern das Handy wegnehmen, kannst du ja auf dem PC schreiben. Ey, nachher müsst ihr nicht abends das Handy wegnehmen. Du müsst mir die ganze Kiste hier rausschleppen, alle Kabel abmachen. So, am okay. Nächster Step, ich würde sagen, wir schauen, was für Games er auf dem PC hat. Ich sehe jetzt hier auf jeden Fall Valorant, bis auf 16, das denke ich noch okay. Dann, was hast du dazu? Ja, also Valorant ist aber ähnlich wie Fortnite. Das ist vom, also das ist nicht, bevor jetzt irgendwas sagt, es ist vom Schlimmheitsgrad ähnlich. Also das ist jetzt nichts Wildes. Spotify ist er angemeldet. Wollen wir ihn mal abmelden? Wollen wir ihn einfach mal abmelden? Oder? Was, wer sich anmeldet wieder? Ja, mal Passwort ändern oder so. Ey, lass einfach die PC-Pin ändern. Das ist ja viel die bessere Idee. Warte, das muss ich jetzt gleich machen, bevor ich es wieder vergesse. Max, du bist so gemein. Warte, guck mal hier rein. Datensicherheit. Blablabla, mein Gerät, nein. Max, du bist so fies. Wo findet man das? Vielleicht Passwortverwaltung oder so? PIN? Anmeldung per PIN einrichten? Nein. Passwort? Passwort ändern. Oh. Du bist gemein. PIN? Oh, den ändern wir jetzt. Den ändern wir absolut. Er geht gleich. PIN ändern. Oh, jetzt geben wir uns den alten PIN ein. Nein, wieso geht das nicht? Hallo? Max, du machst nichts kaputt. Hä? Ich kann dir nichts schreiben. Nee, lass mal. Warum geht das nicht? Weiß ich nicht. Hat er gerade aus der Schule gefühlt die Tastatur kaputt gemacht oder was? Wieso kann ich nicht schreiben? Ich weiß es nicht. Das ist ja frech. Sicherheitsschlüssel, ist das Ding, was man ändern muss? Verhalten? Nee. Hä? Wieso kann ich nicht den PIN ändern? Was ist das? Kann man das irgendwie einstellen? Das muss ich gleich gucken, aber das wäre. Okay. Wir müssen auf jeden Fall irgendwas am Passwort ändern. Ja, Mama, du hast langsam. Ich weiß nicht, Zeit, ne? Langsam. Okay, was sagst du als nächstes? Was machen wir jetzt noch? Spiele wollten wir gucken. Spiele wollten wir gucken, aber wir wollten auch den Verlauf nochmal gucken. Verlauf, wichtig. Alle Apps. Oh, jetzt gehen wir alle Apps hier durch, okay? Alle nacheinander. Ist hier irgendwas Spannendes? Nein, nein, nein. Alles lahm. Was ist denn das hier? Keine coolen Spiele. Die Hälfte brauchen wir davon nicht mehr wahrscheinlich. Skype, neu. Vielleicht Skype damit irgendwie mehr. Skype, das war das Skype. Ich wusste nicht mal, dass Skype noch existiert. So, okay, wir waren bei S. Aber warum ist es nichts Spannendes? Also bei Skype, da war eine Person, das war wahrscheinlich ein Kumpel oder so. WhatsApp haben wir jetzt ja schön runtergeladen. Hä? Hat der kein Spiel hier drauf? Das bin ich blöd. Also hat er nur Fortnite? Valorant Tracker? Also Fortnite spielt er in letzter Zeit irgendwie gefühlt wieder. Eine Zeit lang Valorant und jetzt aber Fortnite. Er hat gar nicht so viel hier drauf, merke ich gerade. Oder? Oder täusche ich mich? Ich weiß das nicht. Guck mal, er hat 170 GB verwendet erst. Mhm. Oh, er hat irgendwas im Papierkorb da. Ups. Er hat irgendwas im Papierkorb drin. Ups. Ah, nee, das ist nichts. Okay, also bisher sieht der PC ganz gut aus.
Muss ich tatsächlich sagen. Hier sind Passwörter oben gespeichert. Hat er GTA schlau. Was soll ich jetzt machen? Hat er GTA? GTA? Hat er? Nein, hat er kein GTA. Ich dachte, er zockt GTA manchmal. Nein, er zockt. Also eigentlich, wie gesagt, ist Ash zur Vernunft gekommen? Ja, er wird groß. Was gibt's noch so für Spiele, denn ich darf? Call of Duty gibt's bestimmt. Hat er schon mal gespielt überhaupt? Call of Duty? Fragen. Sein PC ist wie aufgeräumt. Denkst du, er hat den vorher aufgeräumt? Denkst du, der... Er wusste ja gar nichts davon. Hat er das irgendwie gehört oder so? Ich denke nicht. Wir sagen, du holst Ash ab. Ja. Solange Mama Ash abholt, werde ich hier noch... Verlauf kannst du auch noch. Oh, den Verlauf, das können wir noch gemeinsam was machen. Ich denke, eine Krise bestimmt. Er wird uns hassen, glaube ich. Weil es ist schon gemein, wenn man gucken will, wonach der gegoogelt hat. Okay, das ist der Verlauf von gestern zum Beispiel. Ausweiskontrolle ist ja wirklich GTA. Er guckt GTA. Er ist ein YouTuber, den, ich glaube, der macht, den guckt er öfter, der macht GTA-Let's Plays, glaube ich. Dann Gedichtinterpretation, Schreiben, Aufbau, Beispiel. Er hat Deutsch geschrieben. Er hat gegoogelt. Er hat für seine Arbeit gelernt. Mhm. Er hat gelernt? Er hat, ja. Ash, ich bin stolz auf dich. Er hat sogar Sofa-Tutor eigentlich gemacht, hat er gesagt. Er hat doch, hier Sofa-Tutor, Deutsch online. Er hat dich nicht verarscht. Er hat es wirklich gemacht. Er hat es wirklich gegoogelt. Oder er hat es nur gegoogelt. Nur gegoogelt. Nein, ich glaube, ein bisschen YouTube ist immer mit dabei. Also Ash, ich muss sagen, nicht schlimm. Das sieht gut aus. Das ist approved hier, das ist gut. So, Mama, du holst Ash ab. Ich hol ihn jetzt ab. Ich werde jetzt noch hier ganz kurz ich werde sein Passwort ändern. Oh mein Gott. Dann wird er die Krise kriegen, aber die Reaktion, die zeigen wir euch auf jeden Fall noch. Okay, ein paar Minuten später, ich habe es geschafft. Wisst ihr, was das Problem war? Die Feststelltaste. Ich hatte Caps aktiviert, deswegen ging es nicht. Jetzt PC herunterfahren, als wäre nie was gewesen. Bam, runterfahren. Und jetzt heißt es nur noch abwarten, bis Mama mit Ash nicht wieder kommt. Und dann sind wir alle den Kopf kürzer. Ash ist zu Hause und ey, der hat uns eine Überraschung mitgebracht. Wir haben auch eine Überraschung für dich. Ja. Ey, lass ihn mal sagen. Dass er in den Ferien kein PC darf. Okay. Deswegen. Also, Ash und Mama haben hier gerade Döner geholt, beziehungsweise der Döner ist, die Dönerbox hier ist für Ash. Und das hier ist für Christi und mich. Wir teilen uns einen. Nicht wundern, wir wollten nur einen. Du wundert schon, er kam so mit sich so, wie so nur einen Dönersatz. Ja, die wollten einen für beide. Ich so, hä? Ash, wir haben was beschlossen für deine Ferien. Genau. Okay, und was? Du musst ganz viel für die Schule machen. Du musst dein Buch lesen. Du musst deine Präsentation vorbereiten. Und du darfst nicht am PC. Warum nicht? Weil du ganz viel für die Schule machen musst. Warum nicht am PC? Weil PC dich ablenkt. Kannst du eh nicht rangehen. Warum? Versuch's. Versuch. Nichts gemacht. Digga. Papa? Geht doch. Ja. Aber nicht in die Ferien. Warum? Weil du das machen sollst. Hä? Mama und Papa meinten, du sollst in den Ferien kein PC zocken. Aber es geht doch an. Du meinst, es geht nicht an? Ja, warte ab. Nein. warte, chill. Wie heißt du eigentlich? Jetzt weiß ich nicht. Ich hoffe, du hast alles eingestellt, dass man das wieder rückgängig machen kann, oder? Ich weiß den PIN doch. Ich krieg das hin wieder, warte. Aber ihr kriegt den PIN nicht. Ich krieg den aber vor der Ferien. Ist eh über meine E-Mail. Jetzt kommt Papa. Ash, also wir meinen das wirklich ernst. Okay. Also ich sowieso. Ja, und der Kollege sowieso. Er meint es auch ernst. Leo. Hallo Ash. Was denn? Diese Ferien war ohne PC, ne? Nein. Doch. Entzug zwei Wochen. Du lügst eh. Nein, das ist alles geändert jetzt hier. Kommst du da gar nicht mehr rein. Ja, aber ich kann mein Passwort ändern. Kommt ihr gar nicht rein zum Ändern? Ich habe hier meine E-Mail. Ich darf dir die Kamera eingeben. Ich habe ganz viele Sachen, die ich mit dir zusammen machen möchte. Nee, Holz. Holz hacken und draußen. Holz sammeln gehen. Ja, Holz sammeln gehen, auch genau. Wir können auch mal irgendwas backen oder so. Ja. Ich glaube, die Begeisterung bei Ash schlägt weniger an. Der weiß nicht mal sein Microsoft-Passwort. Scheiße. Kann sich das Ding nicht sperren? Mit mir mitkommen. Ich schneide gerade ein Video. Vielleicht kannst du mir helfen. Denke. Er kommt nicht in dein Microsoft-Konto. Ash?
ums Kind. 1 bis 10, wie belastend ist das gerade? Scheiße. Kann man endlos eingeben oder bist du immer gesperrt? Endlos. Ich will länger als 2 Wochen. Ich krieg das nicht raus, warte. Also, Hacker Ash ist jetzt 2 Wochen lang beschäftigt, in sein PC reinzukommen. So, yo, hau rein, guter Tipp mit deinem Döner. Danke übrigens. Guten, ich esse in deine Box, ne? So, hau rein, bis bald. Ja. Viel Erfolg, ne? Meld dich, wenn du fertig bist. Der Bauer hat erwischt uns kaputt. Was? Aber das wäre jetzt eure Schuld gewesen, ne? Das Na was? Wo wäre das unsere Schuld gewesen? Also es gibt keinen neuen, wenn der kaputt geht. Leute, ich würde sagen, wir brechen das Video an der Stelle ab. Ash, hast du erstmal keinen PC? Ja. Schon belastend. Ich werde den Pin nicht sagen. Ich bin der Einzige, der den weiß. Oh. Ich wusste richtig viel. Arm gebrochen. Oh, nein, doch nicht mit dieser. Und, oh, ja, okay. Leute, ich würde sagen, dafür ändere ich sein Microsoft-Passwort auch noch. Ich würde sagen, wir brechen ab. Lasst gerne einen Daumen nach oben. Da schreibt mir jetzt in die Kommentare. Das Video soll, glaube ich, heute oder die Tage online gehen. Wahrscheinlich. Soll ich Ash seinen Pin wiedergeben oder nicht? Ich lasse euch die Wahl. Kommentiert. Vorher passiert gar nichts. Also Ash, geduldig noch ein bisschen. Haut rein. Bis dann und ciao.